Hallo, wir sind jetzt auf Koh Lanta angekommen in unserem Hotel. Das ist das New Ozone Beach and Spa Resort. Und wir übernachten hier 9 Nächte für knapp 15.000 Baht. So, wir zeigen euch mal die Anlage. Wir haben hier auch einen Roller gemietet, so einen hinten. Hier ist die Rezeption. Hallo. Ich kann show him. Wir sind im vorderen Bereich, wo die Bungalows sind. Es gibt auch noch einen hinteren Bereich, wo ganz normale Zimmer sind. So, hier ist unser Zimmer. Das zeigen wir euch gleich. Wir zeigen euch erstmal den Strand, weil das Hotel direkt am Strand liegt. Im Moment ist Ebbe. Das ist aber eine ganz schöne Anlage hier und hier könnt ihr was essen und was trinken und abends einfach ein bisschen chillen. Genau, das ist eine Bar. So, wie ihr sehen könnt, könnt ihr euch hier abends hinchillen. Ihr könnt was essen, was trinken und einfach einen schönen Sonnenuntergang genießen. Mhm. Man muss auch erwähnen, dass deine Rezeption sehr gut Englisch spricht. Ja, und ganz vorne sind die ganz großen Bungalows mit direktem Meerblick, aber die waren alle ausgebucht und ja, kosten auch ein bisschen mehr. So, ihr könnt euch aber auch hier hinsetzen und schaut mal an, der Blick ist fast genauso gut wie von ganz vorne. Mhm. Genau, jetzt sind erstmal die Schuhe aus. Also, die Schuhe ziehen wir aus. Dann kommt mal rein. So, wie ihr sehen könnt, habt ihr eine kleine Sitzecke. Ihr habt ein schönes großes Bett. Und noch einen kleinen TV. Ihr habt eine Mini, einen Kühlschrank, den ihr dann füllen könnt. Hier könnt ihr Kaffee trinken, Wasserkocher haben wir hier. Hier haben wir so eine kleine Area, wo man Kleidung aufhängen kann. Die Klimaanlage funktioniert einwandfrei. Ja, die funktioniert echt top. Und jetzt gehen wir mal ins Bad. So, schaut euch das mal an. Das ist ganz schön. Das ist so halb außen. Und das Klo ist echt der Hammer. Erinnert ihr euch noch an eure Kindergartenzeit? Da waren die Klos auch so niedrig. Aber egal, es reicht. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch die Dusche, ein Waschbecken, Toilettenartikel, alles vorhanden, was man braucht. Und es ist auch alles sauber. Aber passt auf die Moskitos auf, Leute. Ja, ihr müsst hier abends auf alle Fälle die Türe wieder zumachen und auch nicht offen lassen, weil sonst, ja, habt ihr keine Freude in der Nacht. Ja, ansonsten, was gibt es noch zum Hotel zu sagen? Er spricht gut Englisch, ihr könnt hier direkt einen Roller leihen. Genau. Wir haben für den Roller... Achso, ihr könnt nur in Bar vor Ort zahlen. Ja, ja, ich dachte, ich habe nicht richtig gelesen. Man kann mit Kreditkarte zahlen, aber hier nur Barbezahlung. Und Roller haben wir uns auch hier gemietet. Für wie viel am Tag? 170 Baht. Perfekt. Aber auch nur, weil wir mehr als 4-5 Tage nehmen. Ja. Und Leute, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Einen Roller mieten, ohne den Pass abzugeben. Ja, direkt am Hotel. Außerhalb müsst ihr euren Pass abgeben oder eine Kaution hinterlegen. Das ist unterschiedlich. Und ja, also sieht alles toll aus. Genau, können wir weiterempfehlen. Genau. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, die Decke hier oben ist so ein bisschen kaputt. Dann gibt es ein paar Flecken. Aber mich stört es jetzt überhaupt nicht an, die Bilder hier. Hier gibt es Bilder von lauter Mädels. Hier. So. Ja,
Die Zimmer sind schon ein bisschen älter und verwohnt, das sieht man an manchen Stellen, aber für den Preis. Und direkt hier am Strand, also da kann man nicht mehr erwarten. Genau. Okay, wir sind jetzt ein bisschen K.O. Ja, wir werden uns jetzt mal frisch machen und uns ein bisschen umschauen und wir melden uns dann später wieder. Genau. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert uns. Tschüss.